Herzlich willkommen zum Tourguide auf das Brandjochkreuz. Oh, this new crazy mother. Relativ geradlinig starten wir jetzt nach Norden in den Wald hinein. Ihr könnt entweder beim Planötzenhof beim Parkplatz losgehen oder auch etwas darunter in den Wald direkt, je nachdem wo ihr parkt und wo ihr herkommt. Und jetzt geht es erstmal in den Wald hinein in Richtung Höttinger Bild. Zum Höttinger Bild gibt es eigentlich ziemlich viele Wege, weshalb die Tour eigentlich erst ab dem Höttinger Bild für alle gleich anfängt. Deswegen gibt es bis dahin jetzt auch nicht so viele Aufnahmen zum Thema, wie man zum Höttinger Bild kommt und die verschiedenen Wege dahin. Dazu wird es bald ein eigenes Video geben. Das heißt, wir sehen uns beim Höttinger Bild. Jetzt befinden wir uns hier beim ersten Wegweiser. Hier geht es zur Hohen Warte. Es gibt keinen Wegweiser zum Brandjochkreuz hier. Hinter mir findet ihr das Höttinger Bild, von dem ihr hoffentlich ihr auch raufgekommen seid. Einfach beim Höttinger Bild links nach oben abbiegen. Und jetzt geht es in Richtung Hohe Warte. Das ist die Richtung, die wir brauchen nach Norden, um zum Brandjochkreuz zu kommen. Los geht's! So, wir befinden uns jetzt hier auf der ersten Zwischenstation, quasi auf dem Weg auf den Axelkopf. Das ist der erste Teil der Brandjochkreuz-Tour, dass man vom Höttinger Bild auf den Axelkopf geht. Hier im Wald ist es jetzt schon etwas steiler, aber wunderschön ruhig. Man kann den Aufstieg hier richtig genießen. Der Axelkopf selbst ist aber eigentlich ein sehr unbekannter Berg. In Innsbruck liegt er in der Nordkette und ist deswegen, dadurch, dass er ein sehr niedriger Zwischengipfel ist, eigentlich sehr selten bestiegen und außer den Einheimischen kaum bekannt. Das ist natürlich schön, wenn man eine sehr ruhige Wanderung machen möchte, denn hier sind fast keine Leute unterwegs. Außerdem gibt es eine tolle Anschlusstour vom Axelkopf entweder auf die Frau Hitt oder eben wie heute auf das Brandjochkreuz. Oh, this new crazy mother. Also die Stimmung heute, die könnte aus einem Horrorfilm kommen. Aber trotzdem hat sie irgendwie was Schönes. Es ist so schön friedlich. Weiter geht's.
Ihr seht, dass die Bäume immer weniger werden. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wir machen langsam Höhenmeter. Es werden immer mehr Nadelhölzer. Und jetzt dann später auch nur noch Latschen. Aber wir haben noch ein ganzes Stück vor uns. Insofern nicht so viel Zeit verschwenden. So, hier sind wir jetzt an einem nicht ganz unwichtigen Punkt. Bei diesen Markierungen hier, nach einer ganzen Weile im Wald, gibt es nämlich die Möglichkeit, einmal abzukürzen. Nämlich nach den Markierungen, wenn ihr an den Markierungen vorbeigeht, könnt ihr links steil nach oben abbiegen. Ist keine Kletterei, sondern man braucht einfach manchmal die Hände, weil es sehr, sehr steil ist. An Tagen wie heute, wo es sehr nass ist, kann das durchaus anspruchsvoll sein. Man sollte dementsprechend ein bisschen Erfahrung und Trittsicherheit mitbringen, damit das nicht gefährlich wird. Ansonsten kann man aber auch einfach gerade weitergehen und mit einem großen Umweg oder mit einem mittelgroßen Umweg diesen Teil einfach umgehen. Aber es ist eine sehr schöne Kletterei, deswegen kann ich es euch nur empfehlen. Da nehmen wir jetzt euch auch noch mit hin. So, nachdem wir jetzt am Axelkopf-Gedenkstein vorbei sind, gehen wir trotzdem weiter nach Norden. Hier rechts wäre die Abzweigung ins Tal. Also wer jetzt sagt, er kann nicht mehr, der kann hier Schluss machen. Hat trotzdem eine sehr, sehr schöne Tour gehabt. Die Aussicht ist hier auch normalerweise gut. Und ansonsten geht es weiter Richtung Norden. 700 Höhenmeter haben wir noch. Auf geht's. Lasst euch von den fehlenden Wegweisern zum Brandjochkreuz auf keinen Fall verunsichern. Bei der Bodenhütte, bei der Axelbodenhütte, ist wieder das Brandjochkreuz nicht angeschrieben. Trotzdem einfach weiter Richtung Norden. Wenn es hoch geht, seid ihr nicht falsch, das ist sicher. Und ansonsten auch der Wegweiser Frau Hitzattel ist hilfreich. In diese Richtung geht es weiter. Jetzt fehlen nur noch 600 Höhenmeter. Das Wichtigste an Tagen wie diesen ist es, immer eine Orientierung zu bewahren. Heute haben wir schlechte Sicht zum Beispiel. Und man sollte deshalb ganz genau wissen, wo man hingeht. In diesem Fall ist es immer ganz ratsam, bis zur Abzweigung zum Brauhitzattel sich immer links zu halten. Das heißt, Wege nach links zu nehmen und nicht nach rechts abzuzweigen Richtung Brauhitzattel. Denn dann kommt man nicht mehr zum Brandjochboden, wo wir jetzt hingehen. In weiterer Folge werden wir jetzt nach Westen queren. Das bedeutet, wir gehen Richtung Brandjochboden hier hoch und werden bei der Ankunft dann hoffentlich ein schöneres Panorama und ein schöneres Wetter haben. Weiter geht's. Und hier hoch oben, jetzt aktuell auf 1900 Meter ungefähr, queren wir rüber zum Brandjochboden. Hier machen wir jetzt gerade nicht so viele Höhenmeter, sondern müssen jetzt erstmal in Richtung Westen zum Brandjochboden und dann den finalen Gipfelaufstieg, die letzten 200 Höhenmeter ungefähr, nach Norden zurückzulegen. Weiter geht's. Thank you.
Das Wetter ist manchmal gnädig, wie man sieht. Jetzt geht es hier langsam auf. Und jetzt freuen wir uns noch viel mehr auf den Gipfel, wenn wir dann eine coole Aussicht auch noch haben können. Deswegen weiter geht's. Jetzt sind wir gleich am Brandjochboden und dann geht's nur noch nach Norden zum Gipfel. Los geht's. So, und nach dem Gipfel sieht man hier jetzt noch den Südgrat zur vorderen Brandjochspitze. Die hintere Brandjochspitze rechts, die Hohe Warte, den kleinen Solstein. Noch nach rechts die Nordkette. Aber ansonsten, wenn man nicht weitergehen möchte auf den Südgrat, dann ist die Tour jetzt hier zu Ende. Bergheil.